Ja, Pavel, Unterstützung ist da von den Fans, auch wenn sie nicht in die Halle können. Vor der Halle waren einige Fans, haben Fahnen geschwenkt, haben die Spieler begrüßt, gehupt, gewunken. Ist sicher auch ein Zeichen für euch, Mensch, die Stadt steht hinter euch. Ja, das wissen wir auf jeden Fall. Ja, geiles Gefühl, ich muss ganz ehrlich sagen, man gewöhnt sich langsam dran, dass man einfach nicht nur zum Training, aber auch zum Spiel einfach kommt. Und das ist wie ein bisschen irgendwo im Theater ohne Zuschauer. Es ist schlimm, aber es ist leider so. Und die Aktion, ich habe Gänsehaut bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe gesagt, mein Gott, was ist jetzt los? Und das geht auch. Und nee, geile Sache, geile Aktion, muss ich sagen. Vielen Dank. Und wir gucken, dass wir heute auch die Fans belohnen werden. Also es ist definitiv so, im letzten Spiel konntet ihr eine Schippe drauflegen gegen Straubing, wenn man das erste Spiel gesehen hat, und jetzt das zweite in Straubing, hat die Mannschaft einen sehr, sehr konzentrierten Start gehabt, das 3-0 nach 10 Minuten schon geschossen. Das waren sicher so die Grundsteine dafür, dass man dann auch den Sieg dann mit nach Hause genommen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft, und das haben wir schon in der Doppelrunde eigentlich gesehen, in der Südgruppe. Das ist eine gute Mannschaft und gut gecoachte Mannschaft, und das sind enge Spiele. Und jede Kleinigkeit kann natürlich auch das Spiel entscheiden, das wissen wir auch. Und wir müssen gucken, dass wir noch besser aus der Kabine kommen, dass wir einfach konstant bleiben und dass wir einfach mit Intensität spielen, mit unserer Intensität. Und das ist eine gute Mannschaft, die läuft und die Zweikämpfe gewinnt und oder gewinnen möchte. Und da müssen wir einfach etwas dagegen haben. Ist es so, wenn ich das sage, es ist eigentlich Basic Eishockey, was man spielen muss, sprich man braucht eine hervorragende Torhüterleistung, muss kompakt stehen und dann auch seine Chancen, mit den Chancen nicht leichtfertig umgehen, sondern dahin gehen, wo es weh tut, auch wo man die Tore erzielt, nämlich vorm Tor, man kriegt einen Crosscheck in den Rücken, das tut dann weh und muss irgendwie das Ding reinarbeiten. Mhm. Ist es so einfach? Oh, absolut, also wenn du musst gut defensiv stehen, da wollen wir einfach gut defensiv stehen. Das sind Kleinigkeiten, da werden wahrscheinlich auch heute nicht so viele Tore fallen, das wissen wir auch, sind enge Spiele. Und ja, in den Slot, da tut es weh, auf jeden Fall, beide Seiten. Und wir werden gucken, dass wir da auch heute besser agieren, dass wir da einfach auch vor der Vorstor gehen, vor den Torwart gehen. Gleichzeitig, dass wir die Straubinger eigentlich draußen halten, ja, auf jeden Fall. Aber das ist immer leicht gesagt, das wissen wir auch. Und wie gesagt, wir haben eine Schippe draufgelegt, auf jeden Fall, okay. Aber jetzt gilt es einfach noch so eine konzentrierte Leistung einfach von allen, weil du brauchst 7 Verteidiger, du brauchst natürlich auch 12 Stürmer, du brauchst alle. Du kannst nicht mit 7 Stürmer spielen oder 4 Verteidiger, das geht nicht. Das ist in den Playoff-Zeiten einfach nicht möglich. Also von daher, die ganze Mannschaft muss ein A-Game eigentlich abliefern. Also man spricht davon, on the same page zu sein, sagt man auf Englisch. Das machst du sicher, ja, im Training und jetzt noch kurz vorm Spiel ein Meeting und sprichst nochmal mit allen, wie wirkt die Mannschaft? Sind die hochkonzentriert? Weiß jeder, um was es heute geht, nämlich das wichtigste Spiel der Saison? Ja klar, es ist immer jetzt, das nächste Spiel ist immer das wichtigste Spiel, auf jeden Fall jetzt in den Playoffs. Und dann, die Jungs, die wissen das und wir müssen gucken, dass wir auch die, sag mal so, die bestimmte Ruhe auch, wenn wir mit der Scheibe laufen, wenn wir mit der Scheibe aus sind oder bei Powerplay, dass wir auch bestimmte Ruhe an der Scheibe auch haben. Das ist sehr, sehr wichtig, die bestimmte Lockerheit. Aber in den Zweikämpfen, dass wir die richtige Anspannung haben, die richtige Anspannung, um die Zweikämpfe zu gewinnen. Da spielt ja die Joker-Karte aus, nämlich die Erfahrung, die viele Spieler mitbringen mit gewonnenen Meisterschaften und vielen Playoff-Spielen, die man auf dem Buckel hat. Ja, es ist zwar eine schöne Sache, aber es zeigt dir nichts, ne? Du kannst, es ist egal, wie viele Leute du auf der Meister hast, es ist egal, wie viele Meisterschaften du gewonnen hast. Es ist zwar schön, aber wichtig ist, wenn wir da aufs Eis gehen, wie viele Leute einfach die Stiefel eigentlich anziehen und die einmal hochkrempeln und wir gehen und wir werden einfach heute einen Arbeitssieg eigentlich erledigen. Das ist das, was heute zählt. Alles klar, dann viel Erfolg dabei und viel Spaß vor allem. Alles klar, danke.